gefunden. Gepäht. Wir haben uns Brezeln geholt und machen weiter. Ah, und lecker Tee. Und ich gehe jetzt erstmal an diesen Scavengern vorbei, weil die Brotspur führt hier hoch. In den düsteren, dunklen Wald. Und ich bin mir sicher, hier steht gleich einer. Oh, da steht einer. Ruckel, 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 ruckel. Hallo. Hallo. Wie sieht der aus? Wie sieht der denn aus? Hallo? Wer bist du? Rede! Oder du bekommst meine Kraft zu spüren. Ich komme im Auftrag von Elk, dem Händler aus Süden. Ich komme im Auftrag von Elk. Was ist denn mit dem Mund los? Du veranstaltest mit deinem... Was ist mit dem Arm los? Lärm auf seinem Dach. Die Welt ist frei und gehört uns Vögeln. Wenn du dich uns in den Weg stellst, würden wir unser Futter auf dich ab. Oh mein Gott. Was ist das für ein Satz? Aha. Hä? Was? Also, klar, sie wollen entweder, dass ich mich mit ihm kloppe oder er will Geld, aber... Hä? Ja klar, also er kriegt jetzt aufs Maul, das ist klar, aber wieso sollte ich ihm überhaupt Geld geben? Wie kann man auf die Idee kommen, dass ich ihm Geld geben sollte? Ich weiß es nicht. Ich krieg's natürlich an. Hör mal zu, Freundchen. Du hörst ja... Scheiß! Du wagst es mit... Aha. Mit meinem Klau. Okay. Jetzt hau ihn kaputt. Bluten. Wie heißt der? Verrückter Vogel. Kerl. Kerl. Aber das L fehlt. Au! 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 Er ist hingefallen, was ihn untreffbar macht. Oh nein, er ist tot. Vogelka. Ja, tot ist er was nicht, mich, oder? Nee, was mich aber irritiert, ist diese Version doch gepatcht vielleicht? Weil ich erinnere mich an eine Szene, die damals mit ihm auch war und da hieß der noch Verrückt Birdman. Kann man das irgendwo hier nachlesen? Weiß nicht, im Menü stand was. Hier steht Patch 1089. Das heißt, es ist nicht Version 0.0. Also, das ist natürlich schlecht. Aber trotzdem muss es... Miau. Ist das ernst gemeint? Ist das ein Gag? Ist das ein Gag? Nein. Jetzt redet er wieder ganz anders. Hast du das gerade gesehen? Ja, natürlich habe ich es gesehen. Oh mein Gott. Was geht mit dem Typ ab? Das kann doch nicht... Warte mal. So. Ich mach Essen. Guck mal den Nacken. Ich hab erstmal Pause. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Jetzt hat er eine ganz andere Stimme. Lass mir hier in Ruhe. Was zur Hölle? Weg mit der Waffe! Das ist geil, dass man die Ego-Perspektive umschalten kann. Das macht viel epischer. Guck dir mal den Hintern an. Da ist nichts zu holen. Was passiert, wenn ich seinen Schwarm ab... Ich würde sagen, du kriegst Erfahrung. Auch noch so viel? Ah, oh, jetzt. Weißt du, die sind die ganze Zeit nicht geflogen, dann fliegen sie jetzt. Ab! 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 Levelaufstieg! Ab! Bei der Erstellung dieses Videos wurden keine echten Hühner zu lange mit Leidenschaft gezogen. Ab! Scheiße! Ab! Oh Gott. Das ist so. Ab! Ich finde übrigens, wir sollten das Spiel... Welcher Hahn hat da jetzt gerade... Ja. Der da. Das hahnige Huhn. Oh Gott, fliegen Was die. Hast du gesagt? Ich finde, du solltest das Spiel in Ego-Perspektive, wenn wir mit Leuten interagieren, spielen. Oh. Damit man viel besser die guten Modelle und Texturen... Oh, vergessen. Sehr gut. Damit können wir die Leute wieder... der Held schwächt machen. Seine Opfer. Das ist das die Beschreibung. Wenn es jetzt aber jemand anders benutzen würde... Oh, jedes Huhn hat Fleisch. Aber du willst jetzt nicht jedes Huhn ausformen? Nee, aber ausformen? Guck mal, was ist das für eine wunderbare Quest war. Das ist alles also, so belanglos, was in den Truhen ist. Ja, total. Das ist ja völlig einfach inflationär, ja. Dass du auch an schon magischen Sachen bekommst. Ich meine, wann hast du das jetzt mal deine... Ich mache erstmal Pause. Gut. Weißt du, das nutze ich jetzt dafür. Da hebt ihr das Vlog vielleicht für den Nein, Antworten das ist auf. Mir so egal. Okay. Weg mit der Magie! Was? Ah. Und jetzt? Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Das hat sich gelohnt! Wow! Was ist das? Sind das Irrlichter?
Nee, das ist Wasser, das plätschern soll. Ach so. Aber das sieht aus wie das Irrlicht in Gothic 2. Mhm. Eins, zwei. Zwei. Ha. Ach du Scheiße. Keine Chance habt ihr. Ham, ham, ham. Es ist einfach immer noch so, dass man immer nur von einem Gegner angegriffen wird. Oh, oh, oh. Boah, da hat er eine Stafette gezündet ja, hier. Ja, das war die typische Wildschwein-Stafette. Mhm. Okay, aber ich gehe jetzt hier mal noch nicht lang. Ich nehme das noch mit und dann gehe ich mal zurück in die Stadt. Drück mal M, haben wir eine Karte? Wähl sie mal aus. Nee, du musst auf Weltkarte klicken. Oh, oh ja. Wolf-Clan. Ich weiß noch, da habe ich irgendwo aufgehört. Zum Wohle, Ich bin etwas enttäuscht. Also, ich habe das Spiel halt, das muss ich noch erwähnen. Ich habe... Hallo. Oh, okay, gleich. Womit kann ich dir dienen? Ich habe gerade eine neue Lieferung reinbekommen. Was für eine Lieferung? Ich finde es übrigens schön, dass einen solche... Sag mir einfach, was du brauchst. Was hat der denn auf dem Hand? So eine Lensflare gegeben hat, obwohl es in Strömen regnet gerade. Hast du es gesehen? Wie jeden Tag, dass ein großer König kommt und alles gut. Anwesend. Ein Händler. Naja, gut. Stimmt, ist man nicht in Gothic 4 nicht König? Mhm, richtig. Also und man ist ein Tyrann. Der Alte. Scheiße. Ja. Mhm. Deswegen schlägt eben dieses wunderbare Add-on die Brücke. Hallo. Was? Nee. Was weißt du? Nichts. Wieso? Ich will selber bestimmen, mit wem ich rede. Hat er dich angequatscht? Ja, die reden mich gerade alle an. Ein ordinärer Jäger hat dich angequatscht. Wie heißt der denn? Barnabas. Lass, wir reden gerade. Wir reden gerade. Ja, natürlich reden wir gerade. Lass mich in Ruhe. Barnabas? Mit mir ist nicht gut Kirschen essen. Barnabas? Barnabas. Nein, ich tue es jetzt nicht. Ich will jetzt die erste Quest mal abgeben. Alter, beim Regen erkennt man hier nichts. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Cornelius. Kann ich dir... Wir haben die Kühe doch von oben gesehen. Genau, ja. Helfen? Ja, warum nicht? Bist du ein Sklave? Nein, nur ein Bürger Myrtanas, so wie du. Wer bist du? Ich bin ein Sklave. Warum kann ich das nicht selber bestimmen, was ich frage? Nein. Weiß nicht. Ein Ork? Das kann auch nicht stimmen. Warum sind Alchemisten immer so kaputt? Alchemist. Genau. Ich bin ein Alchemist. Aber... Vielleicht Cornelius. Was machst du da? Ich? Ach ja. Ich misch... Aha. Und wie wirkt... Warum? Ich kann ihn nicht fragen, wer er ist, was er tut. Nee. Aber dann... Nein. Und wie wirkt er? Da kann ich dann selber bestimmen. Ja. Das ist doch ein Witz. Nicht. Ach stimmt. Er macht einen mächtiger. Ach was, zu viel Sumpfkraut geraucht, hä? Sumpfkraut? Der Held ist voll des Arschloch geworden. Ja, das brauche ich nicht. Verstehe ich gerade auch nicht. Ich brauche Feuernesseln. Oh, das ist so lang gezogen. Oh ja. Daraus willst du einen Trank? Nein, nein. Ich wasche meine... Aha. Warum kann ich jetzt nicht auf Ende klicken? Weil du jetzt die Quest nicht mehr ablehnen kannst. Mhm. Nicht schlecht für den Anfang. Klar, aber gern. Dann geht ihr doch einfach so eins. Mhm. Wo? Die... Na gut. Wie? Ungefähr 700. Nein. Muhahaha. Das war sogar ein bisschen witzig. Ja. Ja, okay. Also, lass mich raten, es sind die Scavenger, die du schon getötet hast. Korrekt. Du musst also weiter in diese Höhle. Mhm, korrekt. Warte mal. Nee, das ist ja nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Er ist ein besorgter Bürger. Ich versuche ein Wutbürger. Genau. Ein Reichsbürger, meinst du? Ein besorgter Reichsbürger. Mhm. Okay, wo ist denn wütender, besorgter Reichsbürger. Was machst du hier? Ich bin nicht dieser Vogelspinner. Warum folgst du nicht der Brot? Digga, was glaubst du, warum ich dich anrede? Bist du den Kerl sicher? Was? Aha. Ah. Einige Dinge werden. Der Vogelspinner nistet jetzt woanders. Endlich. Stärke plus zwei? Warum? Du hast mir wirklich sehr geholfen. Hier ist dein Schreiben. Würde es dir was ausmachen, den Krieg etwas schneller zu beenden? 700 Gold direkt. Was viel bekloppter ist, man ist zu dem Typ hin, der völlig durchgedreht ist, hat keinen sinnvollen Dialog mit ihm hingekriegt. Ja. Hat ihn verkloppt. Hat ihn dann verkloppt und danach ist auf jeden Fall sicher, hast du das Amulett? Du? Dass er damit aufhört. Wer sagt das? Offensichtlich. Guck mal, das ist voll der Ego-Shooter. Was? Der lag doch vorher nicht so da. Nee. Oh.
Aber Chriswald, was tust du da? Das ist die Finger von meiner Hose. Oh nein, aber Chriswald. Oh Chriswald, du bist der beste Arenameister aller Zeit. Eine ganz unauffällige Höhle. Oh, ja, da bereiten sich die, nein, andere, ja, ja. Die, was ist das, eine metallerne Truhe. Ich würde guck mal, sagen, die Musik wird total bedrohlich. Oh. Die 3% laute Musik. Ich will die Truhe anvisieren. Komm. Komm, lass mich die Truhe anvisieren. Lass mich die Truhe anvisieren. Das ist doch Schlösser öffnen, was ich da gerade habe. Eigentlich schon, ja. Moment, mach mal weg, okay. Zu schwer. Genau, deswegen möchte ich den Kochtopf zaubern. Jetzt. Oh, jetzt. Yeah! Und jetzt will ich dicken Loot. Kann man nicht benutzen. Vergifte. Bring der Pfeilabwehr, Skelettbeschwörer, das ist gar nicht schlecht. Flammenwelle auch. Wenn ja, gut. Genau, jetzt muss ich noch ein paar Sachen sagen. Ich habe dieses Spiel, damit wir es heute spielen, tatsächlich gekauft. Ja. Ich habe es gekauft. Ich habe für diese Scheiße 4,38 Euro oder so auf Amazon ausgegeben. Das heißt, ich schulde dir 2,19 Euro. Korrekt. Sehr gut. Und es ist wohl nicht das richtige Original, weil es irgendwie aus einer Softwarepyramide ist. Sprich, die haben eine etwas geupdatete Version drauf. Was mich etwas enttäuscht, aber das Spiel ist schon noch genug Scheiße, um in dieser Serie aufzutauchen. Ich muss es ja nicht übertreiben. Brot. Wenn uns mal das Geld ausgeht, dann Brot. Werden wir Bäcker und sammeln Brot von der Straße, so wie es alle guten Bäcker machen. Ja, richtig. So wird nämlich Brot gemacht. Ja, denn wie man weiß, es sind Tauben, geheime Angestellte von Bäckereien, die das fallen gelassene Brot wieder aufsammeln. Ja, also jede gute Bäckerei verfügt natürlich über einen verrückten Vogelkerl. Ne? Mach mal Tee. Da kommt das Kind besser. Der sitzt. Yes. Boah. Das funktioniert erstaunlich gut. Da muss ich allerdings sagen, weiß ich nicht mehr, ob es in Gothic 3 auch schon so war. Stufe Aufstieg. Yeah. Ich glaube, das rechts und links sind die Feuernessel. Nee, jetzt sind Zauberwurzeln. Egal, ich nehme alles mit. Achso, ich wollte ja die... Was, du wolltest mir das überlassen? Ja, warte. Hier, ja. Bitteschön. Dann kann ich nämlich in Ruhe... Brötchen essen und Tee trinken. Genau. Mich zurücklehnen und Tee trinken. Was für ein Krötwurz? Ich würde sagen, wir nehmen das mit und essen es alles. Dämonenpilz. Wolf. Ein bisschen höher. Ja, sieht gut aus. War wohl nichts. Oje, ich hab Angst. Ich hab ganz schön Angst. Ach, zwei Pfeile reichen schon. Oje, jetzt kommen gleich drei. Ich glaube, vier. Du kannst eine Flammenwelle auf Sollen wir das vier. Echt jetzt schon ja, opfern? Ja, Flammenwelle. Los. Hä? Da! Ich kann mich nicht bewegen. Was? Boah, guck mal, wie der ballern kann. Gib ihm. Ja, ich würde gern mein Schwert jetzt. Gott, der hat das typische Gothic 3 Problem. Er macht nichts, er bewegt sich nicht. Oh Gott. So. Jetzt, Flammenbälle, Philipp, los. Ich kann doch nicht. Jetzt, ich glaube, wir haben nicht genug Mana, nein. Ach so. Das ist alles für den Bobbes. Zack. Oh, da, oh. Oh mein Gott. Oh, ist das spannend. Ist das doch spannend. Ich trinke lieber mal einen Ausdauertrank. Todesmutig habe ich mich durch diese Höhle des Bösen gekämpft. Um in diesem Matsch rauszukommen. Warte mal, da, das sieht so feuerig aus. Und Heilpflanze. Natürlich. Bison, ich glaube, die sind vom Grund auf gar nicht böse. Was ganz gut ist, dass können wir den Zauberball in die Mitte stellen. Ja. Oh ja, sehr gut. Das gefällt mir. Oh ja, oh ja. Ciao! Und, oje, die brennen nur, aber es hat ihnen nicht geschadet. Du hast auf 5 noch einen Zauber. Gott! Nicht schlecht. Ja, sehr gut. Hä?
so schlecht? Wieso kriegen die keinen Schaden? Wieso halten die so extrem viel aus? Wie immer dieses Murmur. Murmur. Ach, ich glaube, die kriegen mehr Schaden, wenn du länger spannst, oder? Ist das möglich? Nee. Was habe ich denn noch verzaubert? Soll ich mir mal so ein Skelett beschwören? Ja. Was sind das? 5? 6? 6? 6. Aha, wenn er so macht, dann hat er nicht mehr genug Mana. Komm her, mein Skelettkrieger. Yeah. Braver Krieger der Unterwelt. Hilf mir gegen diese gargarstigen Bijons. Du darfst übrigens auch da runtergehen, Skelett. Hallo. Meinst du, der schafft das? Weiß nicht. Der ist zu blöd, da runterzugehen. Kann ich ihn runterschieben? Schlag ihn doch mal von hinten einmal. Vielleicht fällt er dann runter. Naja, ich kann ihn tatsächlich. Oh Mann! Ah! Komm, schlag ihn einfach einmal. Der fällt dann sicher runter. Kann der echt da nicht. Hallo? Jetzt bin ich da in der Wand drin, oder was? Kann ich nicht. Was? Nein, das ist friendly. Oh Mann, wie lächerlich. Komm schon. Jetzt muss er mir noch helfen. Muss er doch. Oh. Doch! Dass seine Wegfindung checkt, dass er hier runterlaufen kann. Das ist eine Feuerwurzel. Ogerblatt. Hm. Hallo? Musst du mir nicht eigentlich folgen? Oder kann ich ihn ansprechen und sagen, folge mir? Nee, kann ich nicht. Auf jeden Fall. Oh, jetzt kannst du sie einzeln auseinandernehmen. Los, hau es. Greif sie an. Ja. Oh, das Skelett. Na endlich. Da. Rechtsklick. Oh. 200, Rechtsklick. Und zurückweichen. Lass das Skelett den Schaden nehmen. Jetzt du hast nicht mehr so viel Leben, ne? Ja, und irgendwie... Ah, jetzt macht das wieder. Ha. Oh, jetzt rennen sie weg. Mein Skelett ist auch schon weg. Das war der beschissenste Skelettzauber ever. Wie er da hingeslidet ist. Nicht schlecht. Jetzt musst du den Rest von denen auch noch kaputt machen. Ja, ich versuch's. Ich stell mir jetzt vor, was das für eine traurige Geschichte ist. Was, dass der Held von einem Bison getötet wird? Du lebst einfach mit deiner Bison-Familie gemütlich auf dem Feld. Ja, dann kommt irgendein blöder Wichser. Ich finde, wir entsprechen mit unserem Verhalten einfach nur der Geschichte, die... Ja. Er greift nicht mehr an. Er hüpft nur noch. Guck. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ende. Ja, Philipp. Mhm. Ich drück mal F9. Gute Idee. Er ist erkältet. Hei. Okay, wir brauchen die Feuernesseln, ne? Ja, die Frage ist, ob wir haben ja mal wieder nicht zugehört, ob wir überhaupt zu den richtigen Scavengern gegangen sind. Oh, ich hab nach dem Questlog gesucht und habe es mit der ersten Taste, die ich gedrückt habe, gefunden. Total intuitiv. Ja, dieses Spiel ist so intuitiv. Jede Taste ergibt völligen Sinn. Was das stand da? Du findest die Scavenger? Am Fluss. Ach. Also, das bedeutet aber, dass diese Scavenger eigentlich, wenn sie noch da liegen, ja schon Feuernesseln gefressen haben müssten. Schauen wir nochmal. Ach so, ich habe es eher so verstanden, dass wir die falschen Scavenger... Das könnte auch sein. Wir haben ja die Höhlen-Scavenger gekillt und nicht die Fluss-Scavenger. Okay, soll ich dann einfach mal am Fluss entlang laufen? Mach doch mal. Ist es eigentlich Tag oder Nacht? Weil es einfach die ganze Zeit scheiße aussieht. Es ist Zwielicht. Talberts Kuh ist da. Nein. Die sollst du doch retten. Aber da links sind die Scavenger gewesen. Oh, ja. Was? Ich habe das gerade nicht gemacht. Das hat er von alleine gemacht. Diese Bewegung, ja. Diesen Hüpfer. Ja. Ach, guck mal, das sind sogar... Oh. Gut ernährte. Ja, du kannst mir gar nichts. Drecksviech. Was heißt denn der gelbe Balken unter dem Scavenger? Das ist seine Ausdauer. Aber wieso geht die hoch? Ja, weil sie sich erholt. Nein, aber die ist ja standardmäßig auf 0 und geht dann hoch, wenn du ihn haust. Oh Gott. Moment, ich muss mich hier ganz kurz... Jetzt wird dich verspottet. Verspottet dich. Und deine Familie. Oh, wie schnell so eine Packung Brezel einfach leer geht. Eines Esels. Du kämpfst wie eine Kuh. Du kämpfst wie ein Bauer. Du kämpfst wie eine Superkuh. Ich kann alles. Ich erinnere dran, ja? Du hast erneut die Flammenwelle zur Verfügung. Ich weiß, habe ich auch gerade dran gedacht. Ich probiere aber mal diesen Zauber hier. Aha, stirb. Wow, das hat so viel Schaden gemacht. Das war erbärmlich. Ja, was soll das denn bitte?
Da hast du dich gut in den Nesseln gesetzt. Wo ist denn? Da war doch noch einer. Ach, die haben jetzt die Nesseln dabei. Ja, genau. Du hast jetzt also insgesamt wie viel? Ich habe nicht drauf geachtet. Moment, ich schau nochmal nach. Herrscher Kraut. Entschuldigung. Alles gut. Da ist mein innerer Adolf herausgebrochen. Sehr wohlschmeckend. Aber es geht doch um die Feuerwurzel. Ja. Unverdaut. Wie viel? Sechs Stück. Sechs. Sieben brauchen wir, oder? Hat er gesagt? Sieben, ja. Hat er nicht gesagt fünf? Hat er? Hm. Weiß nicht, guck ins Lock. Ganz unten stand's. Wie viel? Fünf. Ganz unten der letzte Eintrag. Fünf müssten reichen. Ah, sehr gut. Ja, dann. Aber gibt's noch mehr Scavenger? Hm. Es gibt auf jeden Fall noch mehr. Da gibt es auf jeden Fall zwei Truhen. Oh. Oh, jetzt ist mir das Schlimmste passiert, was so beim Let's Playen passieren kann. Mir ist eine Brezel runtergefallen. Ja, das sagt man so auch im Jargon tagtäglich auf der Straße. Ja, weißt du, was ich übrigens auch wie immer schon gut fand? Was denn? Oh, geil. Dass auch in den Truhen Gras wächst. Ja. Das ist aber natürlich ganz logisch, je nachdem, wie lange diese Truhen da schon stehen. Ja, ja. Guck mal, wir können wieder irgendein tolles Schloss aufmachen. Boah. Die Kuh hat gerade meine Mutter beleidigt. Oh. Wieso hält zum Beispiel so eine Kuh oder so ein Bison viel mehr aus? gut, dass die Kuh sowas in Flaschen abfüllt. Das ist sehr praktisch. So, also... Ich lasse jetzt mal die eine Kuh noch abgeben. Oha. Oh. Was ist es? Teleport nach Silden. Ja, praktisch. Der Kriegsherr Umbrak in Silden verlangt nach dir. Der war das nicht so? Umbrak in Silden will deinen Tod. Ja, genau, das war es. Wer sich fragt, was wir da gerade zitiert haben. Natürlich GameStar, die Redaktion Gothic 3. Episch und unvergessen. Was ist eigentlich mit Lester? Hättest du eigentlich mit Talberts Kuh reden können? Also mit der, die da draußen steht, hättest du einfach sagen können, geh rein und dann wäre sie rein. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht probiert. Mal schauen, was Talbert dazu sagt. Kümmere dich besser um deinen Kram. Hm. Okay, dann schlachte ich weiter Kühe. Der Schatten des Heldes wird korrekt auf die tote Kuh geworfen. Nicht schlecht, aber guck dir mal die Hinterbeine von der Kuh an. Ja, die sind eben geragdollt. Aber ziemlich heftig. Ja, aber das ist tatsächlich ganz cool. Also technisch überzeugt. Das kann ich, soll ich die Kuh mal reinschieben in die Stadt? Das geht. Ich weiß nicht. Also ich kann sie schieben. Kannst du auf der Kuh reiten? Oh fuck. Alter Knopf. Nee. Nee, er kann zwar 3 Meter hoch springen, aber auf oder über eine Kuh zu springen ist nicht möglich. Moment, das möchte ich jetzt noch kurz probieren. Yeah. Wow. Ich kann doch drüber springen. Cow-tipping okay. At its best. Oh, hallo. Oh. Ich habe jemanden losgeschickt, der mir Feuernesseln besorgen soll. Aber ich weiß nicht. Ja, ja, ist ja gut. Hier, bitte, die Feuernesseln, die du suchst. Oh, Brezel. Ja, danke. Letzte Brezel also. Wofür waren die nochmal? 2000 Erfahrung. Deine Belohnung. Super viel Gold, ey. Mhm. Wollen wir Alchemie lernen? Was haben wir? Alchemie lernen? Nee, oder? Nö. Nicht. Hä? Geldern, wir müssen nach Geldern. Man muss eben aufpassen, was man Moment, so geh nochmal hoch. Klau Eberhard? Als wäre das so. Warum steht dann da Dylan? Ich glaube, klaue für Dylan das Amulett. Dir vorher sagen können. Nee, weil wir haben Mary. Moment. Darüber nach. Ich bin sehr verwirrt. Klau Dylan das Amulett. Und dann, was war denn der? Er hat doch auch von Dylan geredet. Wer ist dieser Dylan? Händler, wo finde ich ihn in Geldern? Möglich ist alles. Okay. Ich bin ein Dieb. Was ist das? Oh Gott, ist das schlecht. Guck dir, lest dir das mal durch. Wir hätten es auch vorhin schon lesen können. Ja, aber... Ich hab's gelesen. Am Ende werden sie nicht aufnehmen. Von ihm können wir Diebeshandwerk lernen. Okay. Ich würde sagen, du reist nach Geldern. Viel Spaß. Ui. Du hast ja eine Karte. Wer öfters mal nach Geldern reist, das hätte ich dir der sich in die Hose scheißt. Also haben wir jetzt ja eigentlich alles gemacht, was wir hier... Wobei, also die Frage ist, wir brauchen 5 also, Empfehlungsschreiben. Wir haben aber ja weniger Quests, als damit recht wir uns überhaupt Empfehlungsschreiben einbringen können. Die Frage ist, kriegen wir die nur in dieser, also nur in Silden, die Empfehlungsschreiben? Wofür sind überhaupt Empfehlungsschreiben? Ich weiß nicht, um irgendwas... Beschafft ihr von den Leuten
Und Geldern. Und bringen sie zu Arnok, um weiter über die Wiedervereinigung beraten zu können. Ich verstehe nicht, warum. Aber ist okay. Das hat auch keinen Sinn. Warte mal, wo bin ich hier? Also genau hinter dich. Ah ja, da ist Geldern. Ja. Okay, und Silden steht einfach daneben. Ja. Okay. Hallo. Hallo, du da. Fliegst du auch so rum wie ich? Aber der Weg ist doch eher so hoch. Ah, stimmt. Du musst also über den führt Fluss. Da ins Nichts. Sollen wir ins Nichts gehen? Nee, noch nicht. Schade. Heilwurzel. Whoop. Wieso springt der jetzt? Ah, weil ich die Windows-Taste drücke. Also ich muss schon so... Eigentlich... Oh, Musik. Aber warum? Was ist das? Ah, ein Skeletor. Da! 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 Ich finde deinen Kampfstil ziemlich gut. Was? Nein! Oh Gott! Oh. Jetzt hast du dir wieder an den Hals geschafft. Ja, aber sie können mich nicht durch die Pflanze, durch die Blume gesagt. Können sie mich nicht angreifen. Dass sie mich ertrinken. Und jetzt greift er nicht mehr an. Nein! Er hat keine Ausdauer mehr. Erhol dich jetzt. So. Kriegt doch einen Ausdauertrank. Dafür müsste ich ins Menü. Aber jetzt guck mal oben auf den Scavenger. Ja, das ist auch seine Ausdauer. Ja, aber die füllt sich ja. Ja, eben. Er hat ja gerade auch alles verbraucht. Nein, das macht doch keinen Sinn. Doch, du hättest es gerade mal sehen sollen. Eben war sie nämlich noch voll. Dann hat er 10 Mal hintereinander angegriffen, ohne dich zu treffen. Ach so, jetzt verstehe ich. Okay. Ja, so wie deine. Ah. Dass dieser Hinweis auch jedes Mal kommt. Der tut mir voll leid. Ja. Oh, armer Scavenger. Okay. Guck mal, wie er episch durch das Wasser schreitet, nachdem er diesen hilflosen Scavenger einfach kaltblütig zermeuchelt hat. Achso, ja, ich lebe am Limit. Ich lebe am Limit, ich brauche nichts zu essen. Frische Milch von der Kuh? Ja. Ausdauer? Nö. Was haben wir da? Verwandlung? Keiler, Snapper, Wolf? Apfel. Ist einfach 10 Äpfel, komm, ja. Vielleicht klappt es. Und ja. Dr. Away, kann ich nicht gleich den ganzen Stapel essen? Bitte? Nein. Wenn ich jetzt am Anfang des Spiels schon Heiltränke habe, dann macht es einfach die Benutzung so kleiner Objekte zum Heilen völlig nervig. Das finde ich bei sehr vielen Spielen das Problem, dass sowas einfach obsolet ist. Ja. Skyrim. Ja. Du brauchst niemals das ganze Essen, das rumliegt, weil du dauernd Heiltränke bekommst. Ja, und dann ist man doch wieder überladen. Weißt du, wer so viel Äpfel im ersten Leben isst, kriegt irgendwie eine Kolik oder so. Aber unser Held nicht. Denn er muss Myrtana vereinen. Die Geschichte von Myrtana ist eine Geschichte von tausenden Geschichten verwoben in einer großen Geschichte. Oh. Ein saftiges Schwert. Ja, ich habe keine Ahnung. Hier haben Menschen gegen Orks gekämpft und Orks gegen Menschen und Bisons waren auch dabei. Oh, guck mal. Oh, wie schön. Ja. Diese Landschaft. Warte, ich zitiere das Feature mit atemberaubenden Landschaften. Tatsächlich. Da bleibt. Wow. Was sabbert denn da so? Ich glaube, das ist einfach nur schon. Ah nee, das hat mir vorhin nicht eingesammelt. Stimmt. Du bist ja gestorben. Geldern. Sehr gut. Oh. Hey. Oh, ich wollte gerade was sagen. Philipp. Was? Weißt du, was die Mehrzahl von Geld ist? Geldern. Ha. Ah! Ah! Du bist ganz schön gewitzt. Ja, ich bin ein Fuchs. Und so beginnt die Reise nach Geldern. Unser Held. Wieso bin ich vergiftet? Ich bin tatsächlich vergiftet. Dann nimm das Gegengift. Oh je, oh je. Hörst du das nicht? Ja, da kommt ein Viech. Ah, das ist das Gegengift. Jetzt trink schnell noch einen Trank hinterher. Was zur Hölle? Viel zu episch. Und schnell einen Trank. Ich musste mich jetzt kurz bewegen. Sie ist hinter dir. Oh Gott. Das sind 2 in einer. Was? Kombiniert. Wirklich? Ja. Oder? Nein. Zeig's ihm. Ja. Und ich bin schon wieder vergiftet. Das wie lange hält schlecht. Gift eigentlich? Weiß ich nicht. Aber ich hab nämlich kein Gegengift mehr. Wer bist du? Wer ist da? Du solltest kurz doch noch was essen oder so. Ich trinke nochmal einen Trank. Birne, du musst auf dein Vitaminhaus. Birne. Und 2 Scavenger-Eier. Und
Scavenger-Ei. Und ich bin nicht mehr vergiftet. Okay. Sehr gut. Also ich würde sagen, das zieht so 50% Leben ab. Aber wer bitte hat jetzt hier gerade kommentiert? War das Xardas aus dem Jenseits, aus der unbekannten Dimension? Wahrscheinlich hier aus der Höhle raus. Naja. Da oben thront ein weiterer Bauernhof. Vielleicht ist das schon Geld, dann schau mal auf die Karte. Tatsache. Das habe ich irgendwie weiter weg erwartet. Ich muss doch nicht alles töten, Markus. Philipp, wir spielen einen Arschlochhelden, der irgendwann mal ein richtiger Tyrann wird. Ja, natürlich müssen wir alles töten. Meinst du, wir kommen rein? Schieß sie ab. Und frag dann. Gibt es eigentlich irgendwo V-Sync? Da nicht? Höchstens in der INI vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Wieso ist eigentlich Depth of Field wieder aus? Ah, wegen dem Neustart. Ich glaube, das sah eh scheiße aus, von daher. Minenarbeiter. Krieger und Krieger. Und Tür, die links oben ihren Punkt hat. Sein Arm ja jedes Mal sein Schultergelenk aus. Oh, und so was von schwitzig ist diese Arbeit hier. Das ist ja furchtbar. Drehspieß, sollen wir mal den Drehspieß. Jetzt dreh ich aber den Spieß mal um hier, Kollege. Ich finde, hier können wir uns niederlassen. Ja, hier gibt es einen Spieß, den wir drehen können. Ja, und alles, was ein Mann braucht, ist ein Spieß. Dylan, hör zu, Händler. Oh Gott, wirklich? Du hast etwas, was ich brauche. Also her damit. Nicht schon wieder. Bei Innos. Hat Merrill dich geschickt? Ja, das hat er. Oh nein. Ich muss es gleich noch kommentieren, sobald er fertig ist. Bitte, kannst du mir helfen? Du bekommst auch eine Belohnung. Bitte, hilf mir. Bitte. Okay, dann lass mal hören. Nein. Wie? Ich kann dir dieses Amulett geben. Es ist magisch. Du bekommst es, wenn du Merrill... Ein magisches Amulett. Oh, bei Innos. Ich will das Amulett und einem... Was? Mehr nicht? Wie? Hör. Verkaufst du mir Waffen? Was? Oh, ich hasse Waffen. Und ich verkaufe nichts, was man zum Töten benutzen kann. Hast du auch... Bei Innos, nein. Ich habe nichts im Angebot, was sie interessiert. Okay, bitte. So. Woher weiß der Held, dass das Dylan ist? Daran, dass sein Name über seinem Kopf steht? Scheiße, stimmt. Also, ich komme in eine Stadt. Alle Charaktere sind neue Charaktere, weil es die im vorderen Teil noch nicht gab. So, dann sitzt da einer und er weiß direkt, dass das Dylan ist. Mhm. Oder Dylan. Einfach nur so? Nur so? Nee, und dann meckert er ihn direkt an und sagt, du hast etwas, was mir gehört. Ja, oder wie praktisch ist das denn auch? Also wie unüberzeugend praktisch ist das denn, dass uns der Händler sofort das Amulett gibt, das wir brauchen? Ja, weil... Das glaube ich ihm. Weil die Quest rein, warte mal, ich muss nochmal die Packung zitieren. Wo war's? Wo war's denn? Geschickt aufeinander aufbauende Hauptquests. Okay, das sind halt Nebenquests, aber nun ja. Oh Mann, ey.